Ja, das wurde uns also als Frauen, vor allen Dingen Frauenfrühstück, beigebracht. Gott liebt uns und er liebt uns so über die Maßen. Und du kannst machen, was du willst und er liebt uns. Und er hat sogar für jeden von uns einen Kosenamen. Und frage den Herrn, welches Schnückerchen du bist. Ich habe die Bibelstelle nicht gefunden. Ja, ich kenne auch nicht eine solche, würde aber diesen Teil als mehr unerheblichen seelisches Beiwerk betrachten. Wenn die das so sehen will und so glaubt, dass das so ist, das hat für mich weiter keine Konsequenzen. Aber das hat nichts mit diesem Liebe, die die Wahrheit weglässt und nicht kommt, das hat damit nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Doch, das hat damit zu tun. Inwiefern? Weil man sich immer mehr reinsteigert, egal was ich mache. Gott liebt mich. Ich bin ja sein Hasilein. Das mag sein, dass Gott zur Schwester Hasilein sagt, das kann ich nicht beurteilen, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich weiß, wie Gott zu Hasilein ist. Gott ist gerecht, Gott ist wahr und Gott ist nicht einer, der vor lauter Liebe die Augen zumacht und sagt, Hasilein, ich habe dich so lieb, du kannst machen, was du willst. Das ist nicht der Gott der Bibel. Aber das hat nichts mit Hasilein zu tun, sondern was ist die Liebe Gottes? Was ist die Liebe Gottes? Und da fehlt es eben elementar an diesen Dingen. Ich habe gesagt, wir kennen Gott nicht. Wir haben ein Verständnis von Liebe, das kommt irgendwoher, aber nicht aus der Bibel. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Jeder Begriff von Liebe, der Wahrheit abtrennt und unter den Tisch fallen lässt, ist nicht die Liebe Gottes. Wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Warum? Weil Gott das mit uns tut. Ja? Und Gott kann diesen Unterschied machen, hatte ich auch gestern irgendwo erwähnt, Gott kann diesen Unterschied machen zwischen uns als Person. Da ist er für uns, er ist verliebt in uns, er mag uns und vielleicht sagt er auch Hasilein, zu mir sagt das bestimmt nicht. Kann sein. Aber dann ist der zweite Teil, weil ich dich lieb habe, erziehe ich dich und züchtige dich und diszipliniere dich und präge dich, weil ich habe ein Ziel. Jesus soll in dir hervorkommen. Und deswegen gibt es einige Dinge, die werde ich dir abgewöhnen, glaub es mir. Und es gibt ein paar Dinge, die werde ich dir beibringen. Das ist Liebe Gottes. Eine Liebe, die nicht konfrontiert, ist nicht die Liebe Gottes. Gib mir ein einziges Beispiel im Alten Testament oder im Neuen Testament, wo jemand, der sagt, er dient Gott, in Sünde lebt, und Gott kommt und sagt, du, meine Liebe deckt alle deine Sünden zu. Das ist auch so ein Bibelvers, der total missbraucht wird. Nirgendwo wirst du eine Geschichte finden, wo Gott sozusagen alle fünfe gerade sein lässt. Wo Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist gegen meine Ordnungen, das ist nicht mein Wille, aber ich habe dich ja so lieb, also komm, mach weiter, ist es in Ordnung. Du bist mein Hasilein. Es gibt nicht eine Begebenheit, wo Gott selbst oder sein Bodenpersonal, seine Propheten oder im Neuen Testament dann Jesus oder die Apostel, wo sie so mit mutwilliger, fortgesetzter Sünde umgegangen sind. Nicht ein einziges Beispiel wirst du finden. Und die Betonung ist, Gott ist Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann schauen wir in das Wort und wir sehen, wie Gott dort umgeht mit Menschen, die mutwillig und vorsätzlich sündigen und nicht davon abkehren wollen. Ja? Was bedeutet die Liebe deckt eine Menge? Welche Sünden werden zugedeckt durch die Liebe? Die Sünden, die bekannt worden sind, für die Verantwortung übernommen worden ist, die vergeben worden ist, die Gott vergessen hat. Und Gott vergisst, nachdem wir umgekehrt sind und er uns vergeben und gereinigt hat, dann vergibt Gott. Typisches Beispiel, wir sitzen im Pastorenkreis zusammen und wir reden auf einmal irgendwie einem bestimmten Mann Gottes im Land und dann muss einer sofort sagen, ja, aber der hat damals vor so und so viel zig Jahren, der hat damals seine Frau verlassen und hat Ehebruch begangen. Und ich sage, halt, stopp.
Er hat Buße getan. Er ist umgekehrt, er ist zurückgekehrt zu seiner Frau. Gott hat ihm vergeben, Gott hat ihn gereinigt, Gott hat vergessen. Wir müssen vergessen, dass wir zugedeckt. Das ist die Liebe, die zudeckt. Niemand darf die alten Kamellen wieder hochholen. Wenn jemand Buße getan hat, darum Vergebung gebeten hat und wenn er als Leiter, wenn das eine öffentliche Sache ist, wenn das geklärt ist, ist es geklärt und dann ist fertig. Das bedeutet, Liebe deckt zu. Aber Sünde, die weiter begangen wird, wo jemand sagt, du, mach was du willst, ich habe mich entschieden, ich lebe mit dieser Frau, das geht dich gar nichts an. Diese Sünde wird niemals zugedeckt, niemals, sondern sie wird konfrontiert und wenn derjenige nicht umkehrt und es funktioniert, die Gemeinde, dann wird er diszipliniert, sprich ausgeschlossen. Das ist die Liebe Gottes. In früheren Jahren gab es noch den Begriff, den du heute fast nirgendwo mehr hörst, Gemeindezucht. Kann sich noch jemand erinnern an diesen Begriff? Da sind liebe Freunde von mir gekommen, die schon seit Jahrzehnten da, da kennt ihr noch von früher, da gab es noch den Begriff Gemeindezucht, nicht wahr? Wo gibt es das heute? Es gibt kaum Bücher über das Thema und wenn es Bücher gibt, dann kommen die aus den 50er Jahren. Und niemand möchte studieren, was hat Apostel Paulus für Anweisungen gegeben, wie geht man mit jemandem, der sündigt und nicht lassen will? Wir müssen doch den Unterschied verstehen zwischen jemand fällt in Sünde, es tut ihm leid, er bringt das in Ordnung, er steht wieder auf und geht weiter. Und jemand, der bleibt gegen alle Ermahnung in Sünde. Das sind zwei total verschiedene Fälle. Und die Liebe Gottes in beiden Fällen wiederum ist total anders. Das eine ist vergeben, Barmherzigkeit, vergessen und bestätigen und ermutigen und weitergehen. Und das andere ist Konfrontation. Der Gott, dem wir dienen, konfrontiert mutwillige, vorsätzliche Sünde, weil er Liebe ist. Okay.